Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Hier zu einem Eil-Update zum Arbitrum Airdrop. Und zwar, es ist endlich soweit. Es wird einen Arbitrum Token geben. Ich zeige dir jetzt alles, was du über diesen Arbitrum Token wissen musst. Heute Morgen war es soweit. Es kam auf dem offiziellen Twitter-Account von Arbitrum die Meldung, beziehungsweise hier das Video mit der Überschrift When Now. Also es ist endlich soweit. Es wird hier einen Token geben, mit dem wir dann auch in Zukunft bei Arbitrum mitbestimmen können. Das Video hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ihr findet den Link dazu natürlich auch unter dem Video. Dann könnt ihr euch das in Ruhe ansehen. Kommen wir zur Frage, was ihr denn machen müsst oder in der Vergangenheit getan haben müsst, um für diesen Airdrop überhaupt in Frage zu kommen. Ihr könnt das Ganze auf arbitrum.foundation selber prüfen. Dazu müsst ihr dann hier rechts oben eure MetaMask-Wallet oder auch andere Wallets verbinden. Und dann, wenn wir hier auf diesen blauen Button klicken, sehen wir direkt, haben wir denn uns hier qualifiziert und auch für wie viele Token haben wir uns qualifiziert. Mit dieser Wallet kriegen wir jetzt in dem Fall 1875 Token. Warum? Wir haben hier erfolgreich Token bzw. Assets gebridged auf Arbitrum One. Wir haben nichts auf Arbitrum Nova gebridged. Wenn man das noch gemacht hätte, dann hätte man sich hier noch für mehr qualifiziert. Dann haben wir hier einige Transaktionen gemacht und zwar über 2 Monate, über 6 Monate und dann auch noch hier über den Reiter über 9 Monate. Dann haben wir hier noch den dritten Punkt, wenn ihr hier entsprechend einige Transaktionen gemacht habt oder mit verschiedenen Smart Contracts interagiert habt, also verschiedenen Anwendungen interagiert habt, dann habt ihr hier euch qualifiziert. Wir sehen, das Mindeste sind hier 4, also wenn ihr entweder 4-mal was getradet oder gehandelt habt oder wenn ihr 4 verschiedene Anwendungen genutzt habt, dann seid ihr hier quasi qualifiziert. Das meiste, was man hier machen konnte, waren 100. Dann haben wir hier noch den Punkt Transaction Value, Assets Bridged und Activity on Arbitrum Nova. Bei den Punkten muss man sagen, da brauchtet ihr immer mindestens $10.000 an Aggregate Value, also insgesamter Wert, was ihr hier quasi an Transaktionen gehabt haben musstet, auch bei den Assets, die ihr zu Arbitrum One gebridged habt oder auch, was ihr eben auf Arbitrum Nova gemacht habt. Ihr müsst hier aber nicht alles gemacht haben. Wir sehen hier, wir brauchen mindestens 3 Punkte, um uns entsprechend für den Airdrop zu qualifizieren. Also wenn ihr schon mal was zu Arbitrum gebridged habt, wenn ihr dort Transaktionen gemacht habt oder aber auch, wenn ihr halt verschiedene Anwendungen genutzt habt, dann habt ihr hier alles richtig gemacht, habt euch qualifiziert. Das gilt für jedes Wallet. Also zum Beispiel in unserem Fall, wir haben ja mehrere Wallets, wo wir Arbitrum aktiv nutzen. Das heißt, man kriegt nicht einmal den Airdrop, sondern jedes Mal, wenn man hier ein Wallet hat, mit dem man hier aktiver war. Den Link zu dieser Seite findet ihr unter dem Video. Dann könnt ihr das natürlich selber prüfen. Wann ist es soweit? Wir haben hier schon den Countdown gesehen. In 6 Tagen, am 23.03. wird man hier die Möglichkeit haben, den Token zu claimen. Auf CoinGecko gibt es auch schon eine Übersichtsseite, also es ist nur eine Preview, da haben wir noch keinen Token wert. Kommen wir ganz kurz dazu noch zum Punkt, was wird so ein Token wert sein? Das ist natürlich immer schwer abzuschätzen. Hier bietet es sich an, das Ganze mit Optimism zu vergleichen, weil die eben sehr, sehr ähnlich sind in dem, was sie machen. Arbitrum ist ein direkter Konkurrent zu Optimism. Optimism hat schon einen Token. Schauen wir ganz kurz hier auf den Token von Arbitrum. Wir sehen hier einmal die Tokenverteilung. 17% gehen an die frühen Investoren, 1,1% an die DAOs im Ökosystem, 11,6% an die individuellen Wallets, also an dich bzw. eben an alle Leute, die eben auf Arbitrum aktiv waren. 42,8% gehen an die DAO Treasury, also mehr oder weniger an das Team. Beziehungsweise dass die DAO wird vom Team verwaltet, so muss man es richtig sagen. 26,9% gehen direkt ans Team und das Future, also das zukünftige Team. So, wir sehen hier, es wird von Anfang an einen Supply von 10 Milliarden Token geben. Was heißt das? Wenn wir jetzt hier 1000 Token kriegen, ist das nur ein sehr kleiner Bruchteil von diesen 10 Milliarden. Ich denke dennoch, dass das Ganze in Zukunft einiges wert sein kann. Wir schauen einfach mal hier auf Optimism. Da sehen wir, Optimism hat 4 Milliarden Token Supply. Die haben jetzt hier eine Bewertung von $10 Milliarden erreicht. Das heißt, was würde das jetzt im Fall von Arbitrum bedeuten? Das würde heißen, wenn die mit 10 Milliarden Token starten, dass wir hier
wenn das Ganze 10 Milliarden wert sein soll, auf einen Preis von $1 pro Token kommen müssten. Ich gehe davon aus, dass Arbitrum bzw. diese Arbi-Token einiges wert sein kann. Man muss aber hier auch natürlich sagen, seid vorsichtig. Je nachdem, wie viel hier abverkauft wird beim Airdrop, kann es natürlich sein, dass der Token auch erstmal im Preis fällt. Das ist alles, was ihr über den Token wissen müsst. Ihr werdet dann mit diesem Token selber in Zukunft hier auch mitbestimmen können. Aber ja, das sieht man dann eh, was die Zukunft hier noch bringen wird. Wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwie euch qualifiziert habt für den Airdrop, schreibt es am besten in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß in Krypto und bis dahin. Ciao.